Klimakaoten der letzten Generation in Österreich haben am zweiten Tag des Ski-Weltcups in Sölden die Zufahrtsstraße blockiert. Dazu wollte sich der ORF-Experte Benjamin Reich äußern, wurde aber prompt in der Live-Sendung abgewürgt. Es ist offensichtlich, dass der ORF in puncto Klima eine eindeutige Agenda verfolgt. Jegliche Stimme, die behauptet, der Klimawandel sei nicht vom Menschen verursacht, wird sofort abgewürgt. Während jeder, der sich, mag er noch so radikal sein, für das Klima einsetzt, als unantastbarer Klimaheld gefeiert wird. Kritische Äußerungen werden mit einem Maulkorb belegt, als ob sie eine unerwünschte Krankheit wären, die man unter Verschluss halten muss. Das dürfte nun auch Benjamin Reich am eigenen Leib erleben. Sehen Sie selbst. Sag ich mal, den Gegnern, die da wirklich sozusagen sehr, sehr scharf auch jetzt diese Bühne nutzen, um dort dagegen zu schießen, dem muss man einfach sagen, schaut es euch genau an. Seht auch die Relation. Wir fahren auf 10 Gletschern ungefähr in Österreich Ski. Wir haben aber wahrscheinlich 500 oder auch mehr. Also das ist eine sehr große Zahl. Und die Gletscher gehen überall zurück. Ja, und wenn man dann diese Bilder sieht, Stopp, hat es geheißen. Was Stopp? Ich soll nichts mehr sagen. Ach so. Ich habe irgendwas ausgefallen. Okay. Wir sollen, weiß ich jetzt auch nicht, kenne mich auch nicht aus, zum Start Alina Eberstaller, bitte.